Basel steht in der Champions League im Achtelfinale, dank dem sensationellen Sieg gegen das grosse Manchester United. Und die beiden Goal am letzten Mittwoch haben zwei Routiniers geschossen, nämlich Marco Steiler und Alex Frey. Aber trotzdem, der Erfolg vom FCB hängt auch mit den Jungen zusammen. Mit zwei Jungen zum Beispiel, mit dem Namen Shaqiri und Frey, unterdessen beides Nationalspieler und wichtige Leistungsträger. Den einen nennt man Kraftwürfel. Warum, ist unschwer zu erkennen. Der andere ist ein Teamplayer mit außergewöhnlichen Torschussqualitäten. Xherdan Shaqiri, 20, und Fabian Frey, 22. Zwei Zukunftshoffnungen des Schweizer Fußballs. Im Juni an der U21-Europameisterschaft waren sie Leistungsträger einer Auswahl, die es bis in den Final schaffte. Und auch mit Basel in der Champions League setzten sie Akzente. Fabian Frey mit einem eminent wichtigen Tor. Xherdan Shaqiri mit seinen präzisen Torvorlagen. Shaqiri und Frey. Jung und doch bereits mehr als nur ein Versprechen. Gestern sind die beiden zusammen mit ihren Kollegen von der U21 zum Team des Jahres 2011 gewählt worden. Und gerade im Anschluss an die Sports Awards hier in den Fernsehstudios Zürich haben wir unsere Lounge-Sessel direkt auf die Bühne gestellt und haben mit den Herren Shaqiri und Frey über Geld, über Erfolg, aber auch über Frauen geredet. Xherdan Shaqiri, Fabian Frey, sie reiten auf einer Erfolgswelle par excellence. Kommen die irgendwie nicht mehr oben runter. Heute ist auch noch ausgezeichnet worden mit der U21 als Team des Jahres. Ist nicht ein bisschen viel im Moment? Ja, viel. Es war sicher viel dieses Jahr gewesen, aber ich glaube, wenn man gut schafft und wenn man erfolgreich will sein, dann die Ziele will erreichen, dann ist man auch erfolgreich. Und dementsprechend sind wir dieses Jahr sicher sehr erfolgreich. Aber checkt man denn das überhaupt? Da prasselt ja unglaublich viel in kurzer Zeit auf einmal hin. Realisieren Sie das überhaupt oder shooten Sie einfach? Ja, es ist hauptsächlich schon, dass man einfach shootet, weil es ist wirklich Mittwoch, Samstag immer Schlag auf Schlag gegangen. Und ich glaube jetzt in der Weihnachtszeit, dann in der Ferien, kommt das der Moment, halt dann einfach, wo man es langsam ein bisschen realisiert, was man eigentlich alles geschafft hat. Aber ja, so grosse Gedanken darüber haben wir sich noch nicht gemacht, was wir jetzt eigentlich geleistet haben in diesem halben Jahr. Sind Sie Stars? Ich weiß nicht. Also ich finde, er ist schon ein kleiner Star, das ist so. Ich sehe mich noch nicht so. Aber es ist klar, man steht halt schon ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit, auch ein bisschen mehr, als es vielleicht vorher bei mir der Fall war. Aber das ist ja auch schön. Ich meine, für das spielt man ja schlussendlich auch Fußball, um irgendetwas zu erreichen und dann irgendwann auch mal können sagen, doch, ich bin jemand. Aber gross als Star würde ich mich jetzt noch nicht sehen. Aber was hat denn er, dass er ein Star ist, wo sie nicht haben? Er hat so das Star-Appeal, wo man einfach braucht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er ist doch ein Teenie-Idol, wie man so schön sagt. Und ja, er macht das ganz gut eigentlich. Sehen Sie das auch so? Ja, ich tue mich nicht gerne über mich beurteilen, von dem er... Er hat ja Star. Jetzt eher gemacht, Sie müssen eigentlich nur noch nicken oder den Kopf schütteln. Ich selber sehe mich eigentlich nicht als Star. Ich bin natürlich ein normaler Mensch. Ist klar, die Leute, du wirst immer beurteilt von Leuten. Und ja, sicher bin ich sehr einer, der sehr, sehr im Rampenlicht ist und auch viel angeschaut wird. Ja, und sie spielen ja auch ein bisschen mit dem. Also wenn ich jetzt als Manchester-Spiel zurückdenke, am Schluss, da jubeln alle wie wahnsinnig und sie gehen irgendwie an eine Kamera an und zwinkern noch frech. Also sie kokettieren schon ein bisschen mit dem. Ich weiß nicht, ich bin einfach... Also sie geniessen es auch ein Stück weit, kann man ja. Ist klar, man genießt den Erfolg. Und ja, ich bin halt eher ein ganz cooler Typ, der auch nach einem so einem Erfolg noch ganz coole Augen kann zwinkern kann. Jetzt sind Sie wirklich mitten im Rampenlicht. Wie viele neue Freunde haben Sie unterdessen gewonnen, dadurch, dass man sie kennt und dass sie überall beliebt sind? Ja, es gibt viel, wenn man alle, die neu wollen, Freunde werden wollen, wenn man die anerkennen will. Ich glaube, dann, es gibt einfach viel mehr Leute, die etwas wollen von einem. Und man muss dann schon ein bisschen einschätzen, wer sind die Leute, die vorher halt schon zu dir gestanden sind, ja. Was vielleicht mal nicht so gelaufen ist. Aber ich glaube, das fällt uns jetzt beiden relativ einfach. Weil man muss einfach wissen, wer vorher schon da war. Und die jetzt dazukommen, klar, du bist zu denen freundlich und du machst auch gerne mal was für die. Aber du weißt, wenn es dann wieder schlecht wird, sind dann die Ersten, die auch sagen, sie sagen nicht mehr Freunde mit dir. Also ist es eigentlich schwierig, jetzt neue Freunde zu finden, weil man nie so genau weiss, wie meinen sie die? Ich glaube, man hat seit der Kindheit hat man immer Kollegen. Und ich glaube, wir wissen, wo dann auch etwas erreichen oder erfolgreich sind.
muss man natürlich auch können mit diesen Sachen umgehen und natürlich genau wissen, wer sind seine Kollegen, wer kann man vertrauen. Und von dem her ist es immer wieder ist klar. Schreiben hier ab und zu manchmal Leute, wo du vielleicht denkst, du, da hat man sicher dann auch nicht geschrieben, wenn es vielleicht nicht so würde laufen. Aber ist klar, also auch denen muss man dann auch zurückschreiben und nicht natürlich einfach ignorieren. Man muss immer ein bisschen nett sein, ist das lästig ab und zu? Ja, es fällt einem schwierig. Es ist halt schon so, wenn man gegen Manchester gewinnt und du kommst in die Garderobe, dann ist es Nattel nonstop am Vibrieren halt. Und jeder will was von dir. Ja. Und eben, du probierst denen halt auch irgendwie zu gerecht werden und ihnen sagen, doch, du bist auch ein Teil von mir. Und, aber eben, wenn du denen mal verlierst, dann ist es schlussendlich die Mutter, die vielleicht schreibt und eben die engsten Kollegen halt. Und ja, mit die Freundschaften musst du halt einfach pflegen. Und der Rest ist ein bisschen lästig zwar, aber ja. Auch die Leute, die brauchen das halt vielleicht dann einfach mal, wenn sie können sagen, sie sind gut befreundet mit mir oder jetzt mit ihm. Und ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich nicht nur männliche Schulterklopfer, sondern einen ganzen Haufen Frauen, die da Schlangen stehen, oder? Erfolgreich, jung, attraktiv. Wie sieht es aus? Also die Fanpost bei mir ist immer so und bei mir ist es... Das wissen Sie? Ja, die kommt in die Garderobe. Also die, wo die Garderobe ist, das weiss ich ja. Und dann sitzen sie einmal zusammen an und fangen an zu beantworten. Sie gehen heim und er ist immer noch dran. Er ist ein bisschen länger dran als ich, das ist es so. Aber übertreibt er jetzt, oder ist das so? Ja, ich übertreibe die Chance. Ich glaube, du weißt ja nicht, ob es alles weibliche sind oder alles männliche. Also ja, wie sieht es aus? Heiratsantrag, Kinderwünsche, das ist ja heutzutage ganz normal, oder? Entweder das Trikot verschenken oder ich will ein Kind von dir. Wie sieht es aus? Ja, ich habe sicher ein paar Briefe bekommen mit den Nattelnummern drauf. Also von dem her habe ich sicher ein paar gehabt. Aber ich bin natürlich noch jung, bin 20 und von dem her sicher denkt man mal irgendwann mal an eine Familie, wie unsere Familie natürlich fortpflanzen und aber für das bin ich noch ein bisschen zu jung und von dem her genieße ich noch mein noch. Ist das vielleicht auch ein Stück weit der Preis, den sie zahlen für den Erfolg? Also dass sie halt auf gewisse Sachen müssen verzichten, die vielleicht Gleichaltrige ein bisschen ungestörter können ausleben können? Ja, das ist sicher so. Also, das ist auch immer, wenn einen auf der Straße triffst und der sagt dir, ich habe den schönsten Job vor allem, dann muss ich den einmal schon sagen. Also, wir haben auch viel dafür gemacht, weil ich glaube, wir haben die ganze Jugendtour sind wir nicht nach der Schule heimgegangen und haben Freizeit gehabt, sondern wir sind ins Training gegangen, haben dort wieder alles gegeben. Und darum ist uns ja, nicht die Kindheit gestohlen worden irgendwie, aber wir sind halt einfach immer viel unterwegs gewesen und du hast Sachen nicht können machen, die vielleicht andere in diesem Alter haben können machen und gern gemacht haben. Und darum, wir haben einen hohen Preis für das halt auch gezahlt, dass wir jetzt doch ein schönes Leben haben, klar. Aber eben, es gibt halt auch hier beide Seiten, das ist einfach so. Was vermissen Sie denn am meisten im jetzigen Leben, was Sie sonst vielleicht gerne würden machen? Eben, der Fabian hat ja gesagt, wir haben sehr viel mehr so verzichten, auch früher. Und ich glaube, an einem Wochenende als 16, 17, 18-Jährige, dann will man ums Verrecken mit den Kollegen in den Ausgang gehen. Und das haben wir dann nicht können machen. Also auch jetzt, heutzutage, ist es natürlich schwierig, wieder mit den Kollegen jedes Wochenende rauszugehen. Wenn du am Sonntag spielst, dann bist du am Samstag oben im Hotel. Und klar, schreibt der andere, ja, es ist super, und du bist halt im Hotel. Und Sie wären wahrscheinlich schon der Typ für so ein bisschen Party, oder? Oder ist das jetzt falsch, so eine Einschätzung von außen, die komplett daneben ist? Es ist nicht so, dass ich ein Partylöwe bin, aber ich mache sicher gerne, ich kann gerne in den Ausgang und bleibe einfach gerne mit meinen Kollegen, von dem her mache ich das schon nicht ungern. Ich meine, es ist ein grosser Rummel schon in der Schweiz um Sie, und im Ausland ist einfach alles nochmal ein, zwei Stufen grösser und alle fragen sich sowieso, wann kommt der Wechsel ins Ausland? Und Sie sagen dann jeweils? Ich glaube, die Frage ist schon 100'000 Mal gekommen bis jetzt. Und Sie haben sie nie beantwortet so richtig? Sie sagen, ich lasse auf mich zukommen, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Wer hilft Ihnen denn bei dieser Entscheidung? Machen Sie das ganz allein oder ist da irgendjemand im Hintergrund und sagt, jetzt machen wir es? Ja, es ist klar, ich bin der Athlet. Ich habe natürlich mit meiner Familie einen guten Rückhalt, wo ich mit ihnen viel bespreche. Und von dem her ist das nicht ganz allein meine Entscheidung. Aber ist klar, ich frage meine Eltern, meine Brüder, mein Umfeld auch ein bisschen, wo würde es mich angehen, was findet ihr, ist klar. Aber schlussendlich bin schon ich, wo eigentlich muss und will auch entscheiden, wo es lang geht. Das ist klar. Ist schon interessant, Sie haben beide kein Manager. Warum? Ja, ist noch schwierig. Also ich habe mittlerweile nicht einen Manager, aber halt einen Berater, und wo mir halt zur Seite steht und hilft, wenn es Fragen gibt, wie es halt einfach im Fußball die gibt, wenn man erfolgreich ist. Und
Ja, darum kann ich das nicht ganz beantworten. Aber es ist klar, ich glaube, ich habe mit meinem Vater auch einen, der im Fußball doch sehr nah steht, wo sich, viel, wo sich auskennt, wo glaube ich ein Experte ist in diesem Gebiet. Und darum ist halt der einfach schon meine Ansprechperson Nummer 1. Das ist einfach so. Aber wie er gesagt hat, schlussendlich muss ich entscheiden. Ja. Das ist ein bisschen das Bauchgefühl, das entscheidet. Wo passt für mich, wo würde ich mich wohlfühlen, weil das braucht alles zum Fußballspielen. Und darum entscheide ich schlussendlich sicher ich. Aber ich glaube, ich habe mit den Eltern und auch sonst im engen Umfeld doch auch ein paar, die ein bisschen Ahnung haben von Fußball und auf die kannst du dann einfach anhören. Ich meine, ich finde es, nicht, dass ich mich falsch verstehe, ich finde es extrem bewundernswert und auch lobenswert, dass sie sich die Zeit nehmen und nicht einfach das beste Angebot annehmen und hauptsächlich Ausland. Aber es ist ja gleich verrückt, die Zahlen, die da kursieren, ich glaube, bei Ihnen sind es 16,5 Millionen Franken. Ich meine, ganz ehrlich, da juckt es ja irgendwann schon, oder? Ja, das Geld kommt ja nicht herüber. Ja, aber ein anständiger Teil davon geht auch ins Eisbogen. Nein, es ist klar. Es ist natürlich verrückt, was im Fußball für Zahlen hier gesehen werden. Also, ich glaube, das ist fast nicht normal. Also, ist denn das so quasi, sehen Sie sich selber schon so mit einer Hand am Geld und dann müssen Sie selber sagen, nein, noch nicht? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, vor letztes Jahr hat zum Beispiel jeder gesagt, ich muss bleiben und jetzt sagt plötzlich jeder, ich muss gehen. Also es ist unglaublich, also nur schon zum Schauen, wie sich die Leute auch entwickeln und wie sie sich so schnell für etwas anderes entscheiden. Aber es ist ja gleich verrückt und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, sie sind jung und erstaunlich cool in dem ganzen Business drin, aber gibt es nie einen Moment, wo Sie selber für sich im Stillen den Kopf schütteln und denken, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Ihren Transferwert ist auch seit dem Manchester-Spiel irgendwie versechsfacht oder so, wo sind wir unterdessen bei 9 Millionen, glaube ich. So. Ich verfolge es nicht wirklich. Gibt es nie eine Situation, wo Sie sagen, mein Gott, das ist ja unglaublich. Ja, es ist schon. Es gibt Momente, wo ich dann doch anderen Leuten muss sagen, kneife mich mal. Bin ich wirklich im richtigen Film oder ist es ein Traum? Das ist schon. Im Moment, in diesem halben Jahr ist wirklich extrem viel passiert auch. Und da fällt es einem dann auch schwer, das wirklich alles zu verarbeiten, zu realisieren, was eigentlich gelaufen ist. Aber ja, mit Zahlen beschäftige ich mich noch nicht. Weil ich sage immer, für mich ist wichtig, dass ich in diesen 10 Jahren dann mein Geld verdiene für die Zukunft und nicht jetzt irgendwie in den nächsten 2 Jahren schon so viel verdiene, wie andere das halt in der ganzen Karriere machen. Darum mache ich das ein bisschen Step by Step, lasse auf mich zukommen und wenn dann das richtige Angebot kommt, alles stimmt, ja, dann werde auch ich nicht Nein sagen, weil ja, das ist ein Traum von jedem Spieler, dann sicher mal ins Ausland zu gehen und ich glaube, man kann niemandem böse, wenn er dann irgendwann mal den Schritt wagt. Ganz kurz und knapp, letzte Frage. In einem Jahr, wo spielt der Sherdan Shaqiri? Das kann ich auch nicht genau sagen. Vielleicht beim FC Basel? Vielleicht auch nicht. Fabian Frey? Vielleicht beim FC Basel? Oder auch nicht. Also gut, Lieblingsfrage zum Schluss. Merci vielmals, Sherdan Shaqiri. Danke schön, Fabian Frey.